Moin euch, servus Leute. Genau wieder hier. GHK fahre ich heute. Schlachtrettung habe ich vergessen. ich habe schon ein paar Videos gemacht. Ich habe mich gerade irgendwie damit beschäftigt, mit so einem YouTube-Bug, eventuell so einen neuen YouTube-Bug, keine Ahnung, gehört ja jetzt gar nicht her, aber wo alle Abonnenten immer glatte Zahlen haben. Also 3600, 11.700, 535.000. Aber keine Zwischenzahlen, 535.111 oder irgendwie sowas, sowas gibt's nicht. Die haben alle glatte Zahlen, also alle, die letzten drei Stellen sind immer Nullstellen, alles Nullstellen immer. Ne? Irgendwie komisch. Da haben wir schon den ersten hier, WT7. Ja, das hat mich gerade so beschäftigt, deswegen war ich hier ein bisschen unvorbereitet. Ja. Also 2-3 habe ich, glaube ich, Battle Rating, wenn ich mich recht entsinne. Und daneben gepfeffert hier. Ja, jetzt war ich gerade so konzentriert, bin fast eingeschlafen. ja, also ich mache das jetzt hier gerade eher, jetzt war jetzt gar nicht so geplant. Ich habe das jetzt in dem Ball gemacht, hab gesehen, oh, wir haben ein Video zum GHK gemacht. Ist ein relativ flotter, wendiger Panzer. Ich bin ganz gut gefahren mit dem. Also muss natürlich jetzt nicht so laufen, aber kann es ja noch. Das Blöde ist halt, dass die, wie nenne ich es hier, Richtrate, Rate, die es hier braucht zum Einpendeln, die und die Turmdrehrate, die ist natürlich ein bisschen langsam jetzt hier, obwohl komplett fertig, wenn ich mich recht entsinne. Ich kriege irgendwie gerade keinen vor die Flinte. Ein bisschen vom OT50. Der war schon weg. Die knallen alles weg, bevor ich irgendwie auch nur einen richtig ins Visier nehmen konnte. Ein bisschen Artillerie haben wir frei, die schmeiße ich natürlich auch raus jetzt. Aber ich habe das Gefühl, in letzter Zeit treffe ich immer weniger mit der Artillerie. Kann sein, dass sie da vielleicht ein bisschen rumgeschraubt haben. Gut, das war jetzt mal ein Treffer. Aber früher hat man ja, gerade wenn die so gepackt waren, hast du Artillerie raufgeknallt einmal und dann hast du ja zwei einfach weggefeuert. Minimum, ne? Oder häufig jedenfalls. Bestimmt durch die Bretterzäune brettern. Durch die Bretterzäune brettern, ja. Ich denke mal, ich fahre danach noch eine Runde. Das sieht schön aus hier, das Haus. Würde ich aber persönlich nicht drin wohnen, weil Holzhäuser sind immer echt scheiße zu heizen. Und es ist halt oft kalt, aber im Sommer ist schön kühl. Obwohl, die können sich auch schnell aufheizen, je nachdem, wie man sie gestrichen hat. Also, ich bin ja kein Architekt, aber soweit meine Erfahrung ist. Ich glaube, oh ja, hier könnte es jetzt, hier könnte es heiß werden. Da, zack. Okay, Zone erobert. Ich habe schon mal ein bisschen was gemacht jetzt hier. Ich denke, ich muss vor. Scheiße. Oh, Vetter brennt an mir vorbei. Ich achte auch viel auf die Sounds irgendwie beim Feuern. Und ich finde, bei den Briten klingt das also dumpf. Das klingt nicht so, da fehlt so der Punch hinter. Und hier, finde ich, hört man diesen Punch. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass, den kann man natürlich auch haben mit kleineren Geschützen oder kleineren Geschossen. Aber für mich ist, ich glaube, das ist subjektiv. Wenn ich halt diesen Punch höre, dann denke ich sofort, also auf jeden Fall mehr Leistung. Oh, ich habe das abbekommen. Ach du Scheiße. Während der Fahrt, ich wurde also irgendwie hier schon gesniped oder einer hat wirklich gerade schnell einen Finger gehabt. Jetzt muss ich auch wieder schätzen, ja. Scheiße. Das könnte kacke werden hier. Ich meine, schon Crit. Abschusshilfe. Der ist aber wahrscheinlich nicht durch mein Geschoss gestorben. Oh, ich habe schon. Ich kriege hier den ganzen Treffer ab. Gut, immerhin, ich lebe noch. Muss jetzt aber hier ausharren. Das ist schon der nächste. Ich hasse diese Zeiten, wo man warten muss, bis Mannschaftsmitglied ausgewechselt wurde.
Jetzt dreht sich der ganze Quatsch natürlich noch langsamer. Das ist natürlich auch blöd. So, jetzt vor und da ist er. Kann ich. Das gibt's doch nicht. Wollte ich gerade abdrücken hier. Oh, dann mal schön. Oi, dann, oh Gott. Hier wird's richtig voll. Muss ich während der Fahrt hier irgendwie versuchen, einen. Okay, ich habe die Gleiskette, aber nur getroffen. Ich glaube, das reicht. Ladeschütze, okay. Panzer 2 hier. Den muss ich irgendwie treffen. Der ist weg. Manchmal kann man trotzdem feuern, also einfach feuern, wenn das Fahrtenkreuz rot ist. Da man ja nicht akkurat genau auf diese Stelle trifft, höchstwahrscheinlich. Da gibt es ja natürlich noch physikalische Merkmale. Also gibt ein paar Variablen, man trifft ein bisschen weiter nach oben, ein bisschen weiter nach unten. Hat ein bisschen mehr links dran, ein bisschen mehr rechts dran, das kann ja alles kommen. Kommt ja alles noch vor, hat auch viel damit zu tun, wie man steht und so. Der hält hier ein bisschen mehr aus. Ich habe noch diesen einen Munitionstypen, kann ja also jetzt nicht viel ändern. Wird mal ein bisschen die Zielposition wechseln. Er wollte nicht verrecken, ne? Jetzt aber hier. Bei dem wird es schwierig. Okay, Kommandant. Ja, gut. Ich kriege hier Unmengen Abschusshilfen. Schon wieder. Das ist doch nicht normal. Wie viele Abschusshilfen kann man eigentlich sagen hier? Jetzt habe ich schon 6. Am Anfang gar nicht viel gemacht hier. Und den würde ich ja gerne auch noch irgendwie. Also wenn der Richtschütze weg ist, ist schon mal gut. Noch eine Abschusshilfe. Ich drehe ab hier echt. Jetzt werden wir auch gleich gewonnen haben. Ich glaube, hier kommt nicht mehr allzu viel. The Blitzkrieg Pro. The Blitzkrieg Pro. Ja, die fallen hier nur so wirklich wie irre durch die Gegend. Ich glaube, das hat sich auch. Die beste Staffel. Ja, wollte gerade sagen, das hat sich hier doch schon erledigt. Und immerhin 2055 Punkte. Dafür, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, ich habe nicht viel gemacht, aber ich glaube, das wird jetzt gegen Ende. Sich gesammelt haben hier. Ja, ist okay. Mein Staffelkollege ist vor mir. Ich guck noch mal kurz rein. 7 Abschusshilfen. Aber ich teile mir das mit dem Typen auf zweiter Stelle. Ja gut, ich mache noch eine Runde, ne? Sei mal bis gleich denn. Also. Jetzt sind wir bei der verlassene Fabrik oder auf der Karte der verlassenen Fabrik, ich glaube so hieß die Karte. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mich recht entsinne, aber ich glaube, das habe ich eben gerade schon mehrmals gesagt, also spare ich mir das jetzt erstmal. Ja, jetzt fahre ich hier genau lang, weil immer wenn wir von hier starten, nehme ich diesen Punkt und ich fahre hier lang. Ich weiß auch nicht wieso, aber das ist so, wenn man die Karten ein paar Mal bespielt hat, dann merkt man sich irgendwie Punkte, wo man schon eventuell mal ein bisschen häufiger was weggeschossen hat und fährt dann dementsprechend dahin. Ja, dem Traktor muss ich kaputt machen. Das heißt, meistens geht es hier nach oben und ich fahre dann ja genauso wie ich jetzt fahre. Wenn ich von der anderen Seite starte, dann fahre ich an das Gebäude ran. Ich versuche hier zwischendurch oder ab und an hier noch diese scheiß Mauern wegzureißen. Zum Beispiel da, wo er der jetzt da vorne fährt, wo die jetzt gerade alle reinfahren, da sind oft welche. Hinter dem Gebäude fahren sie dann kurz vor und ballern dann durch die Mauer. Heilige Scheiße! Ich habe einen. Und eigentlich ist das jetzt nicht so clever, weil ich fahre zurück und die könnten durch die Mauer schießen, wenn sie meine Silhouette sehen. Also wenn ich entdeckt wurde. Ich hab da gerade was irgendwie. Na komm, 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 komm. Das ist nicht toll, du. Also ich muss schauen, dass ich jetzt noch irgendwie ein bisschen was zerfetze. Aber ich meine, es ist okay, da gerade diesen niedrigstufigen Matches. Kann man natürlich auch schnell weggeballert werden, weil ich finde, zum Beispiel der Flakpanzer 1, ich finde, der kann ziemlich gut oder ist ziemlich gut darin, andere Panzer zu zerstören. Ja, also ich habe viele damit zerballert. Ich bin hier, glaube ich, irgendwann auch mal gefahren. Ich glaube, ich habe sogar ein Video schon gemacht davon.
Oder mit dem. So, meine Artillerie wird wohl nicht allzu viel treffen jetzt. Da ist jemand. Ich will erstmal zu Ende cappen. So, dafür hat sich der Einstieg schon gelohnt. So muss man es ja auch mal sehen. Ich habe einen zerstört. Ich habe eine Zone mit eingenommen. Ja, diese Mauern müssen eigentlich weg. Das sind potenzielle Gefahrenpunkte. Jetzt muss man die auch ständig im Auge behalten. Jetzt hat er mich von da in Ruhe geschossen. Oder, und er schießt dort rüber. Also weiß ich, dass jemand dort ist. Man muss auch, da muss man auch drauf achten. Hier, da zum Beispiel. BT-7. Jetzt muss ich natürlich wieder abschätzen hier. Wo wird er sein? Ja. Könnte aber... Oh, oh shit. Das wird, glaube ich, blöd. Das wird blöd. Fahrer weg. Ach du Kacke, Alter. Okay, ich krieg keine Abschusshilfe, habe nicht genug Schaden auf den gemacht. Aber immerhin, der Kollege hat mich gerettet. Ich kann die hoffentlich erstmal schnell reparieren. In Ruhe, da ist noch einer. Oh, fuck you. das ist so scheiße. Der steht da und ich kann nichts machen. Okay, jetzt verzwiebelt er sich erstmal. Ich hoffe, ich kann das zu Ende reparieren. Das wäre natürlich super. Der Motor ist immer noch nicht fertig. Scheiße. Das heißt, sie können mich von dort sehen. Ich kann aber da an diese blöden Rohre nicht vorbei. Und die Röhren nicht vorbeigucken. An den Röhren nicht vorbeigucken. So wird ein Satz aus. So. Jetzt könnte ich vorfahren, aber es kann nicht sein, dass er die ganze Zeit da schon am Warten ist, am Snipen. Oder am Campen und Snipen, so. Also gehe ich jetzt erstmal vielleicht doch in die Luft. Nee. Ja, ich bin nicht in die Luft gegangen, hat's schon gesehen. So, abschätzen, ungefähr hier. Nee. Wieso schießt eigentlich... Achso, ja, stimmt, ich habe ein Front-MG. Das heißt, ich kann nur frontal schießen, das ist nicht am Tourette befestigt, also... Pech gehabt. Mann, das ärgert mich jetzt, dass ich nicht... Ich hätte ihn ja fast getroffen. Ich glaube, das sagt man immer, wenn man irgendwie daneben schießt. Man hätte ja fast getroffen. Aber wahrscheinlich... Oh. Wahrscheinlich werden wir auch hier wieder gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich jetzt vorfahre, ich gleich weg bin. Da. Scheiße. Auch der ist weg. Ich weiß nicht, ob man das als Glück bezeichnen kann oder als Pech. Ich meine, Glück ist, die schießen mich nicht ab, weil sie ja weg sind. Pech ist natürlich, dass ich sie nicht abschieße, weil sie ja schon weg sind. Und die Art, die knallt da richtig rein. Aber sie... Das wäre der Typ, der vorbeigefahren ist, den ich nicht erwischt habe. Naja, ich sag schon mal, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Bis demnächst, ciao, ciao.